Hallo ihr Lieben, heute geht es um diese Osterhasen und Ostereier, aufgepasst Amerikaner. Die sehen zwar etwas anders aus, aber schmecken mindestens genauso gut wie die originalen Amerikaner, die man so kennt aus der Bäckerei. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese gehen, dann bleibt gerne dabei und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Bis später! So, als ersten Schritt für die Amerikaner nehme ich jetzt hier meine Backschüssel und tue da die Butter rein. Also ich habe mich für Margarine entschieden, aber wer mag, kann natürlich auch Butter nehmen. Gebe die hier rein. Dann füge ich dazu den Zucker. Sowohl den normalen Zucker, als auch ein ganzes Päckchen Vanillezucker. Und noch eine Prise Salz. So, dazu gebe ich dann nach und nach jeweils das Ei. Das ist das eine Ei. Und rühre das erstmal wieder um. So, dann gebe ich das zweite Ei hinzu. Ich habe übrigens meinen Aufsatz gewechselt, weil ich noch den anderen hatte. Aber dafür das Schaumstein brauche ich natürlich diesen Aufsatz. So, dann wieder umrühren. So, dann habe ich hier mein Mehl. Dazu gebe ich das Backpulver. Dann nehme ich 3 Teelöffel von. Und rühre das alles ein bisschen um. Vermenge das alles sehr gut. Dann nehme ich noch 1 Esslöffel Stärke, also Speisestärke. Gebe dem ebenfalls zu der Mehlmischung hinzu und verrühre das auch alles. Und das mache ich, wie gesagt, so, dass ich einmal Mehl hinzugebe, dann Milch, dann wieder Mehl und dann wieder Milch. So, dann gebe ich zuerst etwas Mehl hinzu. Dann rühre ich das um. Und rühre das alles mal mit der Hand ein bisschen um. So, das ist aber auch jetzt mein fertiger Teig. So sieht er dann aus. Den tue ich jetzt in einen Spritzbeutel füllen und kann damit dann schöne, gleichmäßige Amerikaner formen. So, den Teig habe ich jetzt schon hier in meine Spritztülle gefüllt und damit kann ich jetzt die einzelnen Formen auf mein Backblech auftragen. Dann schon zum nächsten Häschen. Das mache ich genau gleich. Einfach einen runden Kreis machen. So. Das ist der Körper von dem Kaninchen. Die Ohren, da tue ich wie auch beim anderen einfach nur so 2 Striche ziehen, versuche dann unten ein bisschen dicker zu werden. So, mache ich hier genauso. Das versuche ich jetzt mit dem Finger so ein bisschen glatt zu streichen alles. Dann kommt hier noch der dritte Hase daneben.
Dann mache ich hier oben noch mal ein paar Ostereier. Dafür mache ich einfach so. Die kommen dann alle bei 160 Grad Umluft, kommen hier in den Ofen für ungefähr eine Viertelstunde. So, ich habe jetzt hier meine fertigen Amerikaner, die sind auch schon abgekühlt. Das sind meine Hasen und das sind meine Ostereier. Dann zum Verzieren nutze ich einmal die Schokolade, die erwärme ich gerade hier schon im Topf. Und ich nutze einmal eine Zuckerglasur, dafür nehme ich hier Puderzucker. Und zur Dekoration habe ich hier ein paar bunte Schrifttuben. Und für die Augen nehme ich noch Schokolinsen. Dann zu dem Puderzucker, zu der Glasur, da habe ich einmal hier 150 Gramm Puderzucker. Das habe ich schon gesiebt, dass es schön fein ist und dass ich keine Klumpen bilden. Dazu füge ich noch 2 bis 3 Esslöffel Wasser. Das mache ich schnell. So, 3 Esslöffel habe ich hier. Und das rühre ich jetzt alles gut um, dass eine schöne, festgeklebte Masse entsteht. Bei der Schokolade habe ich jetzt der Bitterschokolade entschieden. Ihr könnt aber natürlich auch weiße Schokolade nehmen oder Vollmilchschokolade, wie ihr das lieber mögt. So, das ist jetzt fertig. Das ist dann so eine feste Masse. Dafür nehme ich einfach, so jetzt sage ich mal, ich nehme jetzt einfach das Ei hier und das tunke ich jetzt einfach so in die Zuckerglasur. Einmal den übrigen Zuckerguss einfach so runtertropfen lassen. Und fertig ist das nächste Ei. Und jetzt nehme ich die Schokolade. Dafür nehme ich einfach wieder mein Schokoei. Tunke das schön in die Schokolade. Also mein Ei ist ja noch nicht mit Schoko. Und tue das in die Schokolade hier tunken. Hol das dann raus. So. Falls da noch ein paar Stellen sind, die nicht mit Schokolade sind, die tue ich einfach damit bestreichen mit Schokolade. So, und das Schokoei ist auch dann fertig. Wie gesagt, für die Augen, dann nehme ich hier diese Schokolinsen. Und tue die schön auf den Häschen verteilen. Zweimal. Zur weiteren Dekoration von den Häschen, dann nehme ich noch so kleine Schokostreusel als Schnurrhaare von den Häschen und noch weitere Schokolinsen für ein Näschen. Dann kommen wir schon mal zu der Bemalung von den Eiern hier. Dann nehme ich einfach hier die Farben und kreiere damit einfach schöne Muster auf den Eiern. Ich habe die Hasen und die Ostereier jetzt fertig verziert und das ist mein Ergebnis. Ihr könnt die natürlich ganz nach eurer kreativen Ader freigestalten. Das ist einfach nur ein Beispiel. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern. Und bis zum nächsten Mal.